Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute geht es um ein ganz, ganz spannendes Thema, nämlich wie viel Geld brauche ich eigentlich, um vom Optionshandel leben zu können? Und ihr seht schon hier, ich habe einen kleinen Flipchart mir hingestellt lassen und wir werden heute mal mit Zahlen arbeiten. Wie viel Geld braucht man eigentlich wirklich, damit man davon leben kann? Mit wie viel müsste man anfangen? Das und mehr jetzt im Video. Wie immer bin ich auf dieses Videothema von euch gestoßen worden. Und zwar ganz konkret von den Mitgliedern unserer Facebook-Gruppe, die Optionshändler. Schaut da mal rein, Facebook, die Optionshändler. Und da ist wirklich so richtig viel los. Also jeden Tag 5, 6, 7, 8 Beiträge, manchmal Diskussionen, wo wirklich innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit 70, 80 Beiträge sind. Also großartig. Und auch für mich sind immer viele interessante Aspekte dabei. Und das ist ja das Tolle an so einer Community, dass da viele was beitragen. Und kürzlich, ist gar nicht lange her, nur ein paar Tage, hat ein Mitglied eine Frage gestellt. Und zwar sinngemäß: Wie viel Geld braucht man eigentlich, wenn man vom Optionshandel leben möchte? Und da haben dann auch ganz viele natürlich diskutiert, haben ganz tolle Beiträge auch geschrieben, es wurde gerechnet und so weiter. Und ich habe natürlich dann drunter geschrieben, Mensch, Videoidee. Und deswegen setze ich das heute mal um und will euch mal ein paar Sachen erklären. Jetzt muss man natürlich als allererstes mal sagen, wie viel Geld braucht man zum Leben? Das ist natürlich individuell extrem unterschiedlich. Also wenn du jetzt sagst, der Student, der vielleicht in der Einzimmerwohnung wohnt und kein Auto hat und auch noch keine großen Verpflichtungen, der wird deutlich weniger Geld zum Leben brauchen, als ich jetzt beispielsweise, der ich eine Familie habe, drei Kinder habe. Also ich bräuchte schon wahrscheinlich 3 Euro mehr. Und es ist natürlich schwer jetzt zu sagen, okay, mit wie viel, was nimmt man denn mal so als Grundlage? Und deswegen macht es einfach so, es geht nicht so sehr um die Zahlen jetzt hier, sondern schaut euch mal an, wie ich die Zahlen kombiniere. Und dann könnt ihr das ja mal für euch individuell machen, okay? Ich habe, damit wir mal mit irgendwas anfangen, habe ich einfach gesagt, stell dir einfach vor, der Kollege Lars Erichsen hat ja kürzlich auch ein Video gemacht, 2000 Euro im Monat zum Leben. Und da habe ich gesagt, okay, komm, lass uns 2000 Euro nehmen. Ne? Also wir sagen einfach, hey, du brauchst 2000 Euro im Monat zum Leben. Und wie viel Geld brauchst du da jetzt? Ne? Wer jetzt ganz schnell wäre, der würde einfach sagen, hey, überhaupt kein Problem, 12 Monate mal 2000 Euro sind 24.000 Euro. Das heißt, ich muss im Jahr 24.000 Euro traden. Nein, leider nicht. Ne? So ist es leider nicht, sondern du brauchst deutlich, deutlich mehr. Und zwar geht es doch schon mal los, das allererste, was du als Selbstständiger, weil das bist du ja, du bist als Trader, bist du selbstständig. Und als das erste, was du verstehen musst, ist, dass wir reden hier über Deutschland, der erste, der kommt und die Hand aufhält, das ist vor der Staat. Und geh einfach davon aus, dass du von jedem Euro, den du verdienst, die Hälfte an Steuern abgeben musst. Was? Das ist doch gar nicht so viel muss man doch gar nicht bezahlen, ne? Der Steuersatz ist doch gar nicht so hoch, doch es ist zu viel. Und zwar ganz einfach, der maximale Steuersatz in Deutschland ist aktuell 42% plus Soli, das heißt irgendwie 43% Höchststeuersatz. Da wirst du natürlich jetzt nicht zwingend gleich am Anfang hinkommen und das ist ja auch nicht der durchschnittliche Steuersatz. Aber was viele immer vergessen ist Folgendes. Wenn du einmal anfängst, Geld zu verdienen, dann will ja das Finanzamt nicht nur das Geld des letzten Jahres haben, sondern die wollen auch immer noch eine Vorauszahlung haben. Ne? Also wir zum Beispiel hier, wir zahlen im Jahr hohe sechsstellige Beträge Steuern voraus. Also Geld, was noch nicht mal da ist, das müssen wir schon an Vorsteuern bezahlen. Und wenn man dann mal noch mit einrechnet, du musst vielleicht Beiträge an die IHK bezahlen, du musst vielleicht, was heißt vielleicht, du musst deinen Steuerberater bezahlen. Wer sicher sein will, der sagt einfach, hey, wenn ich davon ausgehe, dass die Hälfte mir das Finanzamt wegnimmt, ne? Wie auch immer, ob nun direkt oder indirekt, also das Steuern mich ungefähr 50% kosten, der ist auf der sicheren Seite. Und als Trader sollte man immer auf der sicheren Seite sein oder als Selbstständiger, der seine Einnahmen plant, sollte man immer auf der sicheren Seite sein. Das heißt, wenn ich 2000 Euro übrig haben möchte, muss ich schon mal hier 4000 Euro haben, damit ich überhaupt auf meine 2000 netto komme. So, ist das aber schon alles? Nein, ist es nicht. Denn wenn du Arbeitnehmer momentan bist, wie ist es denn dann? Dann hast du Urlaub, ne? 3, 4, 5 Wochen im Jahr, je nachdem. Ich glaube, der Mindesturlaub in Deutschland ist
ich glaube 21 Tage oder 24, ich weiß gar nicht genau. Aber sagen wir mal, du machst im Jahr einen Monat Urlaub. So, und das ist ja, glaube ich, jetzt auch nicht zu viel. Ne? Also mal im Sommer ein bisschen, mal im Herbst ein bisschen, das ist ein Monat schnell zusammen. Wenn du Arbeitnehmer bist, wie viel Geld verdienst du in deinem Urlaub? Genau das Gleiche, wie wenn du nicht auf Arbeit gehst, weil du hast, kriegst ja 12 Gehälter im Jahr. Wenn du aber ein selbstständiger Trader bist und in der Zeit nicht tradest, was verdienst du dann? Auch wieder richtig gerechnet, nix. Ne? Weil das zahlt dir ja keiner. Niemand zahlt dir in dieser Zeit ein Gehalt und deswegen musst du es dazu verdienen. Das heißt, du musst auch für diese 12 Monate oder für den einen Monat im Jahr, wo du mal Urlaub machst, musst du dir eigentlich das Geld mit rausverdienen. Klar, jetzt macht man sich selbstständig und dann hat man vielleicht am Anfang keinen Urlaub, aber rechnen wir es mal nicht schön, sondern rechnen wir es einfach mal realistisch und sagen wir, okay, ich muss vielleicht nochmal 10% auf mein Gehalt jeden Monat obendrauf verdienen, damit ich diesen einen Monat mit raushole. Das heißt also, hier nochmal 400 Euro drauf, sind wir bei 4.400 Euro im Monat, weil wir eben Urlaub mit haben wollen. So, was du jetzt auch aber noch nicht hast, du hast noch keine Altersvorsorge. Ne? Also von diesen 2.000 Euro, wo wir herkommen, die gibst du aus. Du wirst ja auch mal irgendwann ein bisschen Geld zurücklegen wollen. Ne? Und wenn man jetzt sagt, okay, wer angestellt ist, der zahlt in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Das ist jetzt nicht so viel, was da am Ende rauskommt, aber es ist zumindest mal etwas. Als Selbstständiger musst du nicht zwingend in die Rentenversicherung gehen. Also es gibt da, ich zum Beispiel bin auch nicht rentenversichert, schon seit Ewigkeiten. Und also seit weit über 20 Jahren bin ich nicht drin. Deswegen bin ich gezwungen, automatisch, also mich zwingt niemand, aber ich mache es natürlich selber, automatisch etwas nach hinten zu legen, um für später vorzusorgen. Das kann man jetzt in verschiedenster Art und Weise machen. Man kann Aktien kaufen, man könnte einen ETF-Sparplan machen, man könnte auch eine Rentenversicherung machen, was auch immer. Aber da ist es natürlich mit dem 50-Euro-Sparplan im Monat nicht getan. Ne? Und jeder, der ein bisschen vernünftig kalkuliert, der weiß, dass wenn man zu Geld kommen will, auch langfristig betrachtet, muss man Minimum 10% seines monatlichen Einkommens sparen. Und wenn es ein bisschen besser im Leben aussehen soll, ein bisschen im Alter dann auch, dann sollte man vielleicht eher 20% oder 30% sparen. Sagen wir mal, man spart 20. Und jetzt gehen wir nicht von der Summe aus, sondern hier wieder von den 2.000 Euro. Das heißt, ruhig nochmal 20% davon drauf. Das heißt, nochmal 400 Euro drauf, die wir wieder mitverdienen müssen. Sind wir schon bei 4.800. So, haben wir jetzt eigentlich alles? Ist jetzt alles gemacht? Naja. Jetzt kommt noch eins dazu. Was ist denn, wenn du Arbeitnehmer momentan bist und du wirst morgen krank? Ne? Wie viel Geld hast du dann am nächsten Tag weniger oder im nächsten Monat weniger auf deinem Konto? Keinen einzigen Pfennig. Warum? Weil du als Arbeitnehmer 6 Wochen lang eine Lohnfortzahlung hast und zwar zu 100%. Und danach springt ja die Krankenkasse ein und das heißt, du bist erstmal abgesichert. Als Selbstständiger kriegst du gar nichts. Wenn du ein guter Trader bist, ja, und du kannst perfekt traden, aber du hast überhaupt, du kannst nicht mehr, weil du einfach krank bist. Wie viel Geld verdienst du dann? Richtig, gar nichts. Und deswegen macht es einfach Sinn als Selbstständiger. Viele Leute haben Versicherungen, die meisten haben die falschen. Ich weiß das, ich habe Versicherungskaufmann gelernt. Aber zum Beispiel eine Krankentagegeldversicherung, dass man im Falle eines Falles sein Geld reinbekommt, die ist absolut aus meiner Sicht heraus notwendig. Wird sicherlich jetzt einige geben, die argumentieren, nein, das ist nicht notwendig. Aber sagen wir mal, für jemanden, der am Anfang ist, der keine Rücklagen hat, für den wäre das schon notwendig. Und jetzt habe ich mich vorhin mal hingesetzt und habe mal ganz schnell im Internet mir ausrechnen lassen, was würde ich denn brauchen, um hier diese ungefähr 4.000 Euro etwa im Monat zu verdienen, damit ich das dann netto habe. Weil eins darfst du nicht vergessen, deine Kosten laufen weiter, auch wenn du krank bist. Ne? Also wenn du Altersvorsorge machst, dann kannst du die nicht aussetzen, weil du krank bist. Das Finanzamt will auch weiter Steuern haben, wenn du krank bist. Und deswegen, ich habe es mal für mich ausgerechnet, also ich habe einfach mal gesagt, okay, wenn ich 133 Euro am Tag haben möchte, ab dem 43. Tag, also auch nach 6 Wochen, so nach dem Motto, okay, die ersten 6 Wochen kriegst du noch hin, aber dann brauchst du ein bisschen Geld, dann hätte das für mich, ich bin jetzt 46 Jahre alt, würde das 93 Euro kosten. Ja, je nachdem, wie alt ihr seid, kostet das mehr oder weniger. Wenn ihr sehr jung seid, weniger. Wenn ihr etwas älter seid, kostet es etwa mehr. Jetzt lassen wir uns da nicht, jetzt machen wir es pauschal und sagen, komm, nochmal ein 100er oben drauf. Und dann sind wir bei 4.900 Euro. So, haben wir es jetzt endlich? Naja, fast.
Weil was du jetzt natürlich auch noch brauchst, das ist, jeder gute Unternehmer, jeder Selbstständige muss mal irgendwas investieren. Das heißt, auch hier wieder, denk mal ein bisschen um, wenn du jetzt momentan in einem Betrieb arbeitest, in einer Firma und dein Computer geht kaputt, ja, dann gehst du deinem Chef und sagst, hey Chef, Computer ist kaputt und dann kriegst du einen neuen hingestellt. Zu Hause hast du aber keinen Chef mehr, da bist du der Chef. Das heißt, du gehst zu dir selber und sagst, Meister, ich brauche mal einen neuen Computer. Dann rennst du los und kaufst dir einen. Ne? Jetzt passiert das nicht jeden Monat, aber du wirst das halt mal machen. Du wirst dich auch mal weiterbilden müssen. Ne? Also im Unternehmen wird ja auch weitergebildet, aber hier musst du es jetzt selber bezahlen. Du musst mal Rücklagen bilden. Es kann mal irgendwas passieren. Das heißt also, wenn wir hier einfach nochmal sorgen, wir legen nochmal pauschal 100 Euro drauf im Monat, das ist nicht viel. Ne? Jeder, der von euch selbstständig ist, der weiß, das ist im Grunde sehr wenig. Aber dann kommen wir auf 5.000 Euro. So, das heißt also, 5.000 Euro musst du aus meiner Sicht Minimum verdienen oder besser gesagt einnehmen als Selbstständiger, damit du 2.000 Euro hast. Und dann bist du noch nicht reich, ne? Dann bist du noch nicht so dieses Traderleben hier, Halligalli und Shampoosflaschen und Models, nein, sondern hast du halt einen ganz normalen Job und gehst einfach dem nach, was du gerne machst. Und jetzt ist es ganz einfach. Jetzt kannst du dir nämlich ausrechnen, wie viel du Geld brauchst. Und zwar geh einfach mal her und rechne dir deine persönliche Performance der letzten 5 Jahre aus. Also dass du sagst, okay, was habe ich die letzten 5 Jahre verdient? Und wenn du eben jetzt sagst, du hast die letzten 5 Jahre von mir aus 10% im Schnitt verdient, 5.000 mal 12, das sind 60.000 Euro und 60.000 Euro, wenn du das brauchst, weil du 10% machst, dann brauchst du 600.000 Euro. Hast du in den letzten Jahren im Schnitt 20% gemacht, dann brauchst du nur 300.000 Euro. Aber unter dem ist es aus meiner Sicht absolut riskant zu sagen, ich mache mich als Trader selbstständig. Jetzt habe ich selber auch mit weniger Geld gemacht, mit deutlich weniger Geld. Ne? Bei mir war es damals so, keine Familie, Single, großes Auto, das heißt Porsche verkauft, Geld auf die Seite genommen, ein bisschen Rücklage genommen und gesagt, okay, gibt es ein Jahr Zeit, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Ne? Heute könnte ich das nicht mehr machen, weil ich, wie gesagt, weil ich eine ganz andere Verantwortung habe mit Familie. Und deswegen seht es auch jetzt nicht so an, dass er sagt, das hat er jetzt gesagt, das muss jetzt immer so sein. Aber geht einfach realistisch an die Sache heran. Und ich habe in diesem Forum-Beitrag eine Sache oder besser an diesem Gruppenbeitrag 1 gelesen, da hat einer etwas geschrieben und das fand ich sehr, 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 sehr richtig, nämlich, dass man sagt, geht es denn nicht auch ein bisschen entspannter? Und zwar muss man sich denn immer zwingend als Händler selbstständig machen. Gänge es denn nicht auch, dass man sagt, wenn ich so diesen Handel hier betrachte, ne? Klar, wenn du das den ganzen Tag machst, kannst du deutlich höhere Renditen machen und so, aber wenn jemand sagt, ich habe einen Job und ich trade nebenher, da musst du ja natürlich etwas suchen, was nebenher geht. Daytrading geht definitiv nicht nebenher. Ne? Optionshandel, so wie wir es betreiben, das geht nebenher. Also halt mit 1-2 Stunden Aufwand am Tag kannst du das machen. Und ich baue mir ein zweites Standbein auf. Ich verdiene mir einfach ein paar 100 Euro im Monat dazu, um gut leben zu können. Ne? Um zu sagen, hey, wenn ich mir im Jahr 5.000, 6.000 Euro dazu verdiene, entweder ich spare die oder ich gebe die halt aus. Das ist viel, viel besser. Oder wenn jemand sagt, er macht ein paar Stunden weniger im Monat, um das hier anzuschieben. Ne? Das ist okay. Aber zu sagen, ich schmeiße meinen Job hin, weil ich jetzt mal ein gutes Trading-Jahr hatte, weil es immer so laufen wird, ne? Das halte ich für durchaus riskant. Und das würde ich auch den allerwenigsten empfehlen. Und die meisten, mit denen ich gesprochen habe, hier bei Coachings, bei Seminaren, die gesagt haben, Mensch, ich will mein Business aufgeben und ich will lieber Trader werden, den habe ich eher davon abgeraten. Ne? Und zwar einfach hier aus dem Grund, weil man deutlich unterschätzt das Kapital, was man benötigt. Und ganz ehrlich, das ist ja in vielen anderen Jobs auch so. Ne? Also viele Selbstständige gehen ja wieder pleite. Warum? Weil sie ihr Geschäft mit zu wenig Geld anfangen. Kennt das alles, ne? Die das Restaurant aufmachen mit 50.000 Euro. Kannst im Grunde gleich wieder zuschließen. Oder eben irgendwas anderes machen, ne? Weil du nur mit 20.000 Euro, das funktioniert einfach nicht. Das ist ein Geschäft. Für ein Geschäft muss man Geld haben. Und wenn man es erfolgreich machen will, muss man am Anfang auch ein bisschen mehr haben. Das heißt, plant das lieber langfristig und seht ganz einfach so, wie ihr eben euren Handel verbessert, um euch einfach was dazu zu verdienen und dann vielleicht auch langfristig den Schritt zu wagen. Aber sagt es nicht,
gleich morgen muss ich mich hier selbstständig machen. Ich bin mir sehr sicher, dass diese Auflistung jetzt nicht bei allen auf Gegenliebe stößt und viele sagen, das ist übertrieben oder das, oder vielleicht sagt auch einer, das ist viel zu wenig, es müsste eigentlich noch viel mehr sein. Und schreibt mir einfach mal eure Meinung, eure Kommentare hier unten mit unter das Video und dann können wir gern darüber sprechen oder nutzt natürlich auch hier nochmal, ich werde das Video, wenn es rauskommt, dann auch reinstellen in die Gruppe, nutzt dann einfach nochmal unsere Facebook-Gruppe, die Optionshändler, um mit mir und mit anderen gemeinsam darüber zu sprechen. In diesem Sinne, egal ob ihr jetzt hauptberuflich Trader seid oder ob ihr das nebenher macht, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg an der Börse. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.